Hallo ihr Lieben. Also heute haben wir ein bisschen andere Perspektive. Also Latte ist aber da. Meine Stimme ist heiser, wie immer. Mein Husten ist wieder richtig schön da. Also es kann sein, dass ich zwischendurch Hustenanfälle bekomme. Ich versuche so schnell wie möglich auf Pause zu machen, aber es kann sein, das kommt einfach und dann müsst ihr leider mit mir dadurch. Also, ich habe ja gestern versucht, einzurichten, dass ich mal streamen kann. Und da ich so eine tolle Konstruktion gebaut habe hier, ne, so, da seid ihr ja immer drin in der Halterung und ich für diese Halterung, also für den Dings hier keine Halterung habe, habe ich mir so zusammengekruschtelt. Und das hat ja nicht geklappt, ne, aber ich versuche es nachher nochmal. Also habe ich die aus dem Schlafzimmer geholt, jetzt ist sie aber versetzt hier. Also hier, wir sitzen hier am Rand dann. Mal schauen, ob das so klappt. Also wenn ich euch hier so ziehe, dann müsste es eigentlich gehen, weil dann seid ihr genau unter der Webcam. Mal schauen, wie es klappt. Also, drückt mir die Daumen, dass heute alles gut läuft hier. Ah ja, hier ist ein bisschen so Chaos, ne? Das machen wir mal weg hier. So, ja. Es ist 8:35 Uhr. Es ist 15.12. Das Video sollte schon vor sehr langer Zeit gedreht sein, aber ich habe mich gedrückt heute. Aber es macht nichts. Also, ich richte euch jetzt aus, mache kurz auf Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ihr seid jetzt wieder. Also, wir sind jetzt wieder da. Ich bin wieder da. Und ich musste die Halterung noch näher an die Webcam machen, weil es war viel zu weit und dann wären wir an der Kante. Aber ich bin noch immer nicht hundertprozentig zufrieden, weil mir gefällt nicht, wie das Handy hier ist. Aber ich muss dadurch, ich muss mir später was anderes überlegen. Warum kriege ich immer Schluckauf? Ich verstehe das nicht. Wer denkt an mich und küsst eine andere? Bestimmt die Mia und die sagt, die ist arbeiten. Ja. Also, die Platte ist da. Ich mache hier runter. Hier für die Schatten. Unser Mantelchen. Ich mache nur hier, weil ihr seid jetzt schon viel, viel tiefer wie sonst. Aber es geht nicht anders. Ah, sag mal. Ist hier voll aufgegangen. 21 will immer raus. Kann nicht mehr abwarten. So. Seht ihr, 21 möchte immer raus. Und guck mal, hier ist die 15. Also ich drehe mich wieder weg. Und es muss Snickers sein. Es ist Snickers. So lecker. Ich mag Snickers. Snickers-Eis ist auch so lecker. Aber das Originale. Die nachgemachten sind halt nachgemacht. Aber Original schmeckt immer besser. So, ich mache mal die Kette von der lieben Sonja hier ab, weil sonst haben wir immer hier so Klackgeräusche. Ich meine, es reicht schon, dass hier von dem Stuhl Geräusche da sind. Brauchen wir nicht noch andere. So, Vergnügen zur Seite. Das essen wir nachher. Dann. Guck mal, ich habe mal, wann war das? Am 6.10.2020. 2020, ja, 2000. Ach Mann, habe ich dieses Bild gemalt. Habe ich versucht, Wolken zu malen. Aber ehrlich gesagt kann ich bis heute noch keine Wolken machen. Und das Bild, das habe ich hier so verschiedene Stifte ausprobiert. Das Bild habe ich am 28.09.2020 gemalt. Da war ich stolz auf mich. Das hat mir gut gefallen.
bis ich das erste Mal so hinbekommen habe. Ich wollte den Hintergrund ein bisschen anders haben, aber bin damit zufrieden trotzdem gewesen. So, jetzt gehen wir zu unserem Kalender. Habe ich hier noch ein Bild? Ach komm, wenn wir schon dabei sind, können wir auch zeigen. Das kennt ihr ja. Wo ich aus Versehen seine Video gelöscht habe. Hier habe ich versucht, was war denn das nochmal? Ich glaube, Aquarellfarben waren das, die ich hier versucht habe zu machen. Irgendwann mache ich das noch zu Ende. Das hat nicht so geklappt, wie ich es haben wollte. Aber ist auch nicht so tragisch. War ja nur Übung nur. So, jetzt zum Kalender. So. Heute ist ja die Matroschka. Und da freue ich mich. Aber ich weiß noch immer nicht, welche Farben ich heute nehme. Ach ja, Ella, herzlichen Glückwunsch zu deinem Kanal. Ich freue mich so sehr und das Video war so, 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 so toll. Und ich freue mich schon auf die weiteren Videos von dir. Und ich konnte schon einiges mitnehmen aus dem ersten Video und das wird jetzt geübt, dass ich das auch umsetzen kann. Ich gucke mal, wenn ich später die Infobox mache, also wenn das Video auf YouTube hochlädt und ich meine Infobox schreibe, werde ich mal von Ella den Kanal mal verlinken. Ich bin jetzt so, ich kann es nicht aus dem Kopf sagen. Ellas Kunststübchen. Also ich und Gedächtnis, ne, und heute ist sowieso, also es ist eine andere Sache. Aber ich werde es verlinken auf jeden Fall. Wenn ihr bei ihr vorbeischauen möchtet, bitte unterstützt sie. Die ist richtig, richtig gut. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache nur Werbung und kostenlos. Also, wir müssen, ich glaube, man muss ja in Videos auch sagen, wenn man Namen nennt und Kanäle verlinkt, dass es Werbung ist. Obwohl man das freundschaftlich nur macht. Also, ich habe ja da keine Absicht, irgendetwas. Da muss ich mich noch schlau machen, wie man das macht, wenn man Videos sofort hochlädt und wie man da Werbung. Ob das reicht, wenn man das in der Infobox dann auch schreibt, da muss ich auch gucken. Auf jeden Fall bekomme ich dafür kein Geld und Ella auch nicht. Wir sind Freundinnen und das ist einfach Weiterempfehlung, weil von ihr kann man was lernen. Und Deutschland hat eine neue Kunstlehrerin dazu gewonnen auf YouTube. So ist es. Sie ist für mich. Sie ist für mich weibliche Bob Ross. Ich liebe ihre Art, wie sie spricht, wie sie zeigt. Also ich habe auch private Chat-Nachrichten von ihr, wo ich Fragen hatte und sie mir darauf geantwortet hat. Hier ein großes Herz dafür, weil das ist auch nicht selbstverständlich und ich finde, sie macht das so toll. Und ich freue mich auf jedes ihrer Videos. Und da kommen noch zwei Teile, weil dieses Video ist in drei Teile unterteilt. So, jetzt genug hier geschwaffelt. Schwaffeln später nochmal darüber. Oder beim nächsten Video. Ich werde jetzt so lange die Ohren voll quatschen euch, bis ihr alle bei ihr seid. Also, ich möchte heute die Polychromos von Faber-Castell nehmen. So, und welche Farbe nehmen wir denn für unsere Matrioschka? Ich dachte vielleicht so Pink, Lila, die Haare sollen blond sein. Aber ich will auch nicht zu bunt machen, wisst ihr? So, wo ist mein Farbrad? Da orientiere ich mich ein bisschen. Ich mache euch kurz auf Pause und suche mal die Stifte aus und dann bin ich wieder da bei euch. Bis gleich. Hi, da bin ich wieder. Also ich habe mir jetzt ein paar Farben rausgesucht. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. Ich weiß es noch nicht. Werden wir gleich sehen. So, mit was fangen wir denn an? Ich fange mal mit Gesichtern. Ich sage euch gleich, ich kann keine Gesichter malen. Das muss ich noch lernen. Hast du wieder einen Vogel gesehen, oder was? Ja.
Bist du wieder raus oder wo willst du hin? Was bist du so unruhig? Also ich nehme jetzt erstmal 132, das ist Beige Red. Wie gesagt, ich male ja mit dem Polychromos. Und mache hier ganz zarte Schicht. So, wie gesagt, ich kann noch keine Gesichter richtig malen. Ne? Ich kann so vieles nicht. Hier kann ich so in den Videos, kann ich auch meine Entwicklung verfolgen. Das ist auch schön zu sehen, wie man sich entwickelt. Man traut sich dann viel mehr Sachen zu machen. Ich mache mal so. Es ist für mich so heute ein bisschen leichter vom Winkel her. Also es ist ganz zart. Es kann sein, dass es jetzt vom Licht schluckt. Seht ihr das? Es ist eine ganz zarte Schicht drauf. Dann nehme ich, da ist mein Schmierzettel. Also ich habe jetzt das genommen. Jetzt möchte ich die zweitdunkelste Farbe nehmen müssen. Ich muss nur gucken, welche das dann ist. Okay, ich glaube, das wäre dann. Ja, das ist die dunkle. Jetzt müssen wir nochmal vergleichen. Ich bin ja. Ja. Dann nehme ich jetzt 130. Das hier heißt Salmon, also Lachs. Also nehmen wir mal die Salmonfarbe. Und dann gehe ich mal hier so entlang. Und mache auch ganz zart. Dann nehme ich die etwas dunklere Farbe. Das ist 131, das ist Medium Flash. Und gehe hier entlang. Nehme ich noch die Farbe 188, das ist Sanguine, also Rötel, und mache nur hier am Einsatz, am Ansatz. Und denselben Schritt wiederhole ich jetzt. Also, ich gehe jetzt mit 131 ein bisschen so ganz zart drüber. Dann mit Salmon. Dann mit Beige Red 132.
Und ihre Bäckchen machen wir schön mit Pink Mother Lake mit 129. Die Haare wollte ich eigentlich blond machen, aber ich überlege es mir. Da habe ich noch keine Farben rausgesucht. Also fürs Gesicht machen wir mal die Farben weg. Dann nerven sie mich schon nicht so. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir machen das Kopftuch, oder? Und Kopftuch machen wir. Ich würde sagen, in was sage ich denn da? In Pink und ja, in Pink machen wir das. Da nehme ich 129 Pink Mother Lake. Gehe es mal hier so ein bisschen drüber. So, ganz dünne Schicht ist noch. Dann nehme ich Fuchsia, das ist 123. Ich versuche heute mal nicht ganz so viel zu reden, nicht dass ich anfange zu husten. Mir tut wirklich der Hals schon so weh. Heute kriegen wir die neue Leitung freigeschaltet. Mal schauen, ob das auch so ist, wie die das gesagt haben. Weil ich glaube erst, wenn ich sehe, dass wir wirklich eine 250er-1000er Leitung haben. Das glaube ich noch nicht so ganz. Das wäre so schön, um wahr zu sein. Ne? So, dann nehme ich den dunkelsten Ton von den dreien. Das ist dann 125 Middle Purple Pink. Moment. Oh, wo ist mein Anspitz? Den hatte ich nämlich woanders gestern gehabt. Aber hier spitze ich mal alle ganz an. Die dunkelste Farbe. Also wie gesagt, Middle Purple Pink 125. Mittel, nicht Middle. Und dann gehe ich damit hier entlang. Und ich baue die Farbe einfach aufeinander jetzt immer auf. Mit denselben drei Farben. Wisst ihr aber, was ich noch nehme? Ich nehme nochmal schwarz. Ich tue ich mal auch kurz anspitzen. Ich nehme hier meine. Ich will ihn ja verbrauchen. Dann gehe ich hier entlang.
Ich hätte vorher die Haare machen sollen. Aber egal jetzt. Jetzt muss das auch da durch. Ja, so wie gesagt, gestern kam ja, oder besser gesagt, heute Nacht kam ja das Video von der lieben Ella raus. Oh, haben wir uns alle gefreut. Und da erklärt sie auch, also ihre, die ersten drei Videos, das geht um Licht und Schatten. Also das ist wirklich sehr, sehr gute Idee von ihr gewesen, mit diesem Thema anzufangen, weil... Wie ihr mich ja auch kennt, habe ich da noch so meine Schwierigkeiten. Und Ella erklärt das so, dass sogar ich es verstehen kann. Und wenn ich verstanden habe, dann versteht ihr das genauso. Deswegen werde ich es mal üben, bevor ich das in meinen Bildern umsetze. Weil das sieht immer einfach aus. Aber dann hapert es doch irgendwie ein bisschen. Deswegen üben, üben, üben. Das ist eh immer das Wichtigste. Nur üben macht den Meister. Hier habe ich ja ganz vergessen, mit der dunklen Farbe entlang zu gehen. Mache ich jetzt ein bisschen fester. Ja, dann gehe ich mit Fuchsia. Ich weiß, mich regt das auch momentan auf, dass ich immer daneben male. Das keine Ahnung, was mit mir los ist. Weil so kleine Bilder sind. Bei den großen da habe ich jetzt nicht unbedingt so das Problem, nur ab und zu. Aber hier gerade mit diesen kleinen Bilderchen. Das bleibt hier so. Und dann nehme ich Pink Madalac 129. Und gehe mal nochmal über alle Farben. Ganz leicht, aber mit nicht so viel Druck. Ich habe hier zwei Töne rausgesucht, einmal Light Ultramarin 140 und einmal 151 Helio Blue Reddish. Mal schauen, ob die auch wirklich zueinander passen. Ich habe eigentlich eine Farbtabelle, so Familien, also Farben, die zueinander passen. Aber ich habe sie jetzt nicht rausgesucht. Ich mache das jetzt einfach so. Ich nehme jetzt
Hier den hellsten 140 Light Ultramarin. Heute bin ich ganz leise, heute bin ich ganz ruhig, weil ich so müde bin. Na, 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 na. Aber das ist doch mal auch entspannt, oder? Wenn es ein bisschen ruhiger hier ist. Dann nehme ich jetzt mein Helio Blue Radish, die 151. Ich könnte noch einen dunkleren blauen Ton raussuchen. Das mache ich, glaube ich, gleich. Eigentlich mag ich immer so mit drei Farben zu arbeiten. Also vom hell, mittel und dunkel. Da kann man richtig schöne Sachen draus machen. Farbübergänge schaffen. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Mir fehlt hier noch so ein bisschen dunkleres Blau. Moment, gucken wir mal, was wir da finden. So, hier hatten wir 151. Was ist mit Indan Trineblum? Meine Güte, schon wieder solche Namen. Oh ja, der sieht nicht schlecht aus. Das war jetzt. Ich muss mir hier die Nummern aufschreiben, dass sie wieder so in die Tasche reinkommen, wie ich sie raushole. 2, 4, 7. Guck mal, ob da noch ein Tick dunkler ist. Dark Indigo. Okay, ich nehme dann den auf. Aber den mache ich statt. Das sage ich euch gleich, was ich damit mache. Spitze sie mal kurz. Guck mal, das ist dieses Indan Trineblum 247 auf jeden Fall. Der sieht so aus. Und Dark Indigo sieht 157 ist das. Der sieht so aus. Und das mache ich hier nur, mache ich den dunkelsten Schatten mit Dark Indigo. Und hier nehme ich halt den 247er hier. Ja, dann nehme ich jetzt diesen 157 Dark Indigo und mache nur hier die Schatten. Dann nehme ich wieder den 247er und gehe über Dark Indigo drüber und verblende das so ein bisschen.
Dann nehme ich den 151er. Und gehe über die Farbe 247, verblende sie so ein bisschen miteinander. Und dann gehe ich hier raus, aber mit wenig Druck. Und jetzt nehme ich meine 140er Farbe und gehe über die Farbe 151. Verblende sie so ein bisschen miteinander. Und dann gehe ich noch mal hier mit der Farbe drüber. Jetzt knete ich meinen Radiergummi kurz. Mache den ein bisschen geschmeidiger und tupfe ganz vorsichtig die Pigmente ab. Seht ihr das? Und ich muss was trinken. So, dann mache ich das Blau weg. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, für die Blümchen nehme ich Orange. Ja, dann nehme ich Orange. Die tue ich auch mal ganz gut spitzen. Die hellste Farbe davon ist die 111, das ist Cadmium-Orange. Dann mache ich das so hier. Hier. Wie gesagt, hier habe ich ja daneben gemalt. Früher hätte ich mich darüber aufgeregt, dass ich so unsauber gearbeitet habe, aber jetzt bin ich ganz gechillt. Dann nehme ich den zweithellsten, nee, den zweitdunkelsten. Der helle, der dunkelste und der ganz dunkle. So, das ist 113 Orange Glaze. Und mache ich hier so ein bisschen. Seid ihr überhaupt scharf? Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht unbedingt ins Handy geguckt. Wie gesagt, heute bin ich so wirklich. Also mein Gehirn schafft nicht so. Sogar das Blödsinn machen fällt mir schwer. So, 115 nehme ich jetzt. Das ist Dark Cadmium Orange.
Wie gesagt, ich kann auch ganz ruhig sein. Also heute muss es klappen, hier mit meinem Technikkram. Jetzt nehme ich den zweitdunkelsten. Hier da so rüber. Und Moment, dann nehme ich hier den hellsten, gehe mal hier so in die Mitte und dann nehme ich 188, das ist Sanguine, das ist dieses Röteln, was wir schon hatten, und mache das hier so. Hier mache ich dasselbe. Dann nehme ich ein bisschen Schwarz. Und dann den dunkelsten Orange. Gehe ich hier nochmal so drüber. Und dann den mittleren. Und dann nehme ich einen, den 102, das ist Cream. Und gestern habe ich was von Ella gelernt. Die hat ja gesagt, dass die Oberflächen von den Blumen ja nicht glatt sind, außer die sind nass. Sollte man so einen leichten gelben Ton nehmen. Also nehme ich jetzt so diesen Cream, der ist ja so. Seht ihr? Und dann gehe ich hier so drüber. Danke, Ella, für diesen Tipp. Ich hätte ja jetzt mit dem weißen Stift die ganze Zeit gemacht, aber nee. Dann hat sie gesagt, klopf, klopf, mein Specht ist da. Hier könnte man so kleine weiße Punkte setzen. Ich mache das dann hier unten. Und ich mache vielleicht hier. Schon nicht schlecht aus. So, das Herzchen machen wir in welche Farbe? Und dann muss ich ja die Schleife hier machen. Ich glaube, ich nehme doch grün, oder? Grün passt auch schön dazu.
wollte eigentlich kein Grün, aber ich glaube, wir nehmen heute wieder Grün. Aber da mache ich ein bisschen hellere Farben, also keine düstere Farben. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Ich muss hier nur ein bisschen was testen. Irgendwie kommen die mir alle drei gleich. Nein, wenn man die nebeneinander macht, dann sieht man den Unterschied. So. Und den dunkelsten mache ich damit, glaube ich. Genau. Das gefällt mir. Also den hellsten von den Grüntönen nehme ich jetzt 171. Das ist Light Green. Und da gehe ich mal so. Ah, ich bin doch so ein. Ich weiß, was ich jetzt. Das hätte doch hier sein müssen. Sie, das ist doch ein Tuch. Und wie bindet sich das ja ums Gesicht? Also hätte das pink sein müssen. Wisst ihr was, was ich jetzt mache? Ich umrande einfach diese Kreise hier grün. Und dann haben wir nämlich. Also, was sollte ich jetzt eigentlich sagen? Also dann passt das hier mit der Schleife wenigstens, ne? Dann ist das wie eine Brosche, die wie eine Schleife aussieht. Und das Herz können wir dann auch grün machen. Es muss ja nicht immer rot sein. Es kann auch ein grünes Herz sein. So, das machen wir jetzt auch. Dann passt es farblich wenigstens alles schön zusammen. Und du wirst mal scharf hier. Sonst gibt es hier aber. Dann nehme ich 166, das ist Grass Green. Schöne Farbe, oder? Ich liebe Polychromos. Ich sag, ich habe einige wirklich meine Lieblingsfarben. Ich habe auch von den preiswertigen, die ich sehr, sehr gerne habe. Aber das sind doch meine allerliebsten Farben hier. Die teuren. Nicht, weil sie teuer sind. Ich sag, weil sie wirklich teuer sind, die Stifte. Aber damit kann auch nicht jeder arbeiten mit den Stiften. Der eine mag das, der andere mag das. Dann nehme ich 112, das ist Leaf Green. Ich glaube, Leaf Green wird das ausgesprochen. Mache ich mal spitz. Ich muss nur in die Ecken rein. Hier so. Das ärgert mich jetzt doch ein bisschen, obwohl ich vorhin gesagt habe, das ärgert mich nicht mehr, dass ich hier reingekommen bin, weil das kriege ich jetzt so schlecht abgedeckt. Aber. Es lohnt sich nicht aufzuregen, sich. 267, das ist Bean Green. Außer gestern, da war ich richtig sauer auf mich, wo es nicht geklappt hat. Da habe ich gedacht, wie kann man nur so blöd und dumm sein, um das nicht zu kapieren, ey. Aber ehrlich, man kann auch nicht alles, oder? Man muss halt immer probieren, probieren, bis man es kann. Aber ich habe mich trotzdem geärgert gestern über mich selber. Weil in der Zeit konnte ich ja auch nichts malen, ne? Ich saß nur da, hab's probiert und das hat nicht geklappt. Dann sage ich immer so, Zeit verschwendet eigentlich, wenn es nicht klappt. Wenn es wenigstens geklappt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, es hat sich ja gelohnt, aber so.
Aber vielleicht klappt es gleich. Hier gar kein Schwarz mehr. Ist ja dunkel genug. Und der kleine Elias hat heute Geburtstag. Er ist 7 Jahre alt geworden. Söhnchen von der Sonja. Der darf heute seinen Geburtstag feiern. Lang ist es bei mir schon her. Meiner wird nächstes Jahr 16. Die Zeit vergeht. Aus kleinen werden große, kleine Sorgen, dann werden große Sorgen. Nein, es ist falsch gesetzt. Seht ihr? Jetzt weiß ich nicht, wo ich den Lichtglanzpunkt setzen muss. Nein. So, jetzt noch die Haare. Wie mache ich sie? Aber als erstes gucke ich nach einem dunklen Glitzergrün. Aber ich glaube, der ist ausgeliehen. Ja. Der ist bei meiner Mami. Dann kann ich es nicht nehmen. Schau mal, wie das hier aussieht. Na, das malt ja gar nicht auf diesen Untergrund. Dann nehme ich mein Silber, wenn ich den mal finde. Bin so vorbereitet, Leute, wie gar nicht. Dann mache ich das hier selber. Mal sehen. Also ich kann das sehen. So, jetzt könnt ihr das jetzt sehen. Und die Haare mache ich mit Sanguine 188. Und ich mache hier unten
ein bisschen dunkel, ganz leicht mit Schwarz. Dann gehe ich nochmal mit 188 drüber und drücke ein bisschen fester drauf, dass es intensiver wird und verblende das Schwarze. Dann nehme ich einen gelben Ton und zwar, den mache ich auch ganz kurz an, ich nehme 106 Chrome Yellow, also Light Chrome Yellow, so, und gehe hier so drüber. Und dann mit einem schwarzen, feinen Linemarker, den nehme ich von Derwent, der 0,1. Mache hier die Augen. Die Lippen machen wir schön glitzerrot. So. Und die 15 machen wir dann auch Glitzer. So, und unsere Matryoshka ist fertig. Seht ihr? Und wir haben schon 53 Minuten. Oh, das Video wird lang. Aber wie gesagt, ihr könnt ja vorspulen, ne? Oder im Schnelldurchlauf durchlassen, wenn es euch einfach zu lang ist. So, ich glaube, den Vogel mache ich heute auch in 188. Das sind hier Musterchen. Die mache ich dann mit goldenem Stift rein. Schauen, ob das passiert hier. Ich muss das ein bisschen zudrehen. Hier ein bisschen.
nehme ich wieder 188. Mache das Schwarze. Also verblende ich das Schwarze, sodass es eher dunkelbraun aussieht. Das sieht nicht so schön aus, ne? Hier ist kein, seht ihr? Hier ist kein weicher Übergang entstanden. Ich wollte was versuchen. Da hätte ich lieber dunkelbraun genommen als schwarz. Dann nehme ich das Gelbe 106, also Light Garden Yellow. Was ich hier nehme, das habe ich bestimmt hier, genau, das habe ich hier. Ich nehme so einen Blender von Caranda, mache es ein bisschen sauber, das ist die Farbe. Ach, heute ist nicht mein Tag, wirklich nicht. So, mache das hier so sauber, den, nicht, dass das grün dann ist. Und verblende hier mal das Ganze. Der Vogel kriegt noch silberne Akzente. Ich wollte eigentlich Gold machen, aber ich glaube, ich mache doch Silber. Hier.
fahre hier mal mit Silber nach. Ich hoffe, dass es euch heute nicht zu langweilig war. Aber wie gesagt, heute ist nicht so mein Tag. Hier mache ich ein Pünktchen. Und mit dem schwarzen Liner. Hier mache ich noch ein bisschen dunkler. So. Ich mache das Auge noch. So. Das war's heute. Seht ihr? Essen mir nicht so gelungen, wie ich es haben wollte. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht. Und hier ist mein Matraschka. So, dann machen wir jetzt. Das muss hier hin. Das muss trocknen. Nee, ich mache das heute hier hin. Da ist so wenig Platz. Dann noch schnell ein Foto schießen. Mit unseren Snickers. Heute mal was anderes. Außer Küsschen. Und dann nehmen wir das hier, das hier, das hier. Und welche Farbe nehmen wir noch? Und diesem. Ich möchte die 15, das wir sehen, dass es auf dem Bild ist. Das sieht ein bisschen verschwommen aus. So. Und dann mache ich. Ich muss es ein bisschen so, dann kann ich es besser schneiden. Zack, nochmal zack. So, jetzt muss ich aber ganz schnell machen. Es ist wirklich viel zu lang, das Video, für so kleine Bilderchen. Also, meine Lieben, wir teilen uns unseren verdienten Nachtisch. Ein Stück für mich und ein Stückchen für euch. So. Ein Stückchen von was ich schon viel getrunken habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für die liebe Kommentare, wenn ihr welche unter dem Video lassen würdet. Da bedanke ich mich jetzt schon. Vom letzten Mal tue ich dir noch beantworten, bin noch nicht dazu gekommen. Aber von ganzem Herzen Dankeschön, dass ihr meine Videos schaut und dass ihr so lieb kommentiert, und es freut mich, wenn ihr dabei seid immer. Heute, wie gesagt, war nicht so ein bisschen, ja, nicht so typisch ich. Also es gibt Tage, da bin ich wirklich ruhig. Und heute ist so ein Tag, weil ich wirklich müde bin. Aber morgen sieht schon ganz anders aus. Deswegen sage ich mal, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Mittwoch. Passt auf euch auf. Seid lieb zueinander und zu sich selber, ganz wichtig. Ne? Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, ihr Lieben, eure Helene.